herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm auf dem Marchfelder Land mit dem Tiger Farm. Hallo, mit dem Varuna. Jo, servus. So, wie gestern versprochen, ich bin heute nett und komm zu dir abtanken. Ja, und ich bin nett und fahr schon mal den Drescher weiter. Ach, meinen? Das ist auch okay. Stimmt, wir hatten ja ausgemacht, wir tauschen die Drescher, damit es für euch ein bisschen mehr Abwechslung ist. Genau, finde ich äußerst wichtig. Weil die Strecke kennen die Zuschauer noch nicht, weil ich die Bahn ja noch nicht gefahren bin. So schaut's aus. Aber scheiße, das steht ja gar nicht im Skript. Was machen wir denn jetzt? Egal, mach weiter. Muss ja keiner wissen. Bitte nochmal der Aufruf an alle Passagiere des XXL-Projekts. Bitte schauen Sie bei Tiger Farm 34 vorbei und lassen Sie ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Vielen Dank. Das ist alles. So, da haben wir den Vertragsteil auch schon erledigt. Nee, noch nicht ganz. Warum? Wenn ihr Zuschauer bei mir zuschaut, könnt ihr auch gerne bei Varuna ein Abo da lassen. Ihr könnt optional ein Like und einen Kommentar da lassen. Jo. Jetzt haben wir es erledigt. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann kriegt dann Dankeschön. So. In der nächsten Folge versprochen an alle, die dann abonniert haben. Jo. So, guck mal, wir werden, glaube ich, die Folge hier locker fertig mit Ernten. Aber Runa, weißt du was? Weißt du, was peinlich wäre? Was? Also, nur zur Info-Zuschauer, ne? Wir nehmen das gerade im Voraus auf. Und wenn wir dann, also in der nächsten Folge, also morgen, Danke sagen und keiner abonniert hat, das wäre peinlich. Es wäre ein bisschen schade, aber peinlich jetzt nicht unbedingt. Ja, weil wir es dann sagen, danke für die Abos und so, ne? Naja, also nur der dann Abo dagelassen hat, kriegt auch ein Dankeschön, ist aber logisch. Ja, stimmt. Aber zurück zur Ernte hier. Wir müssen jetzt den Roggen ernten, dann müssen wir den Roggen zur Mühle bringen. Das mache ich. Okay, dann werde ich in der Zeit schon wieder einen Ladewagen nehmen. Das mache ich nicht. Und hier das Stroh reinballern. Das mache ich nicht. Je nachdem kannst du dann direkt abfahren zur BGA. Je nachdem, vielleicht, ja, könnte man machen. Er kommt ja drauf an, von der Zeit her. Ja, wenn ich. Kommt auch auf meine Lust an. Ey, auf Lust. Lust, weißt du, was das ist? Kein Bock. Lust gibt's nicht. Lust ist aus. War gestern bei Lidl im Angebot. Hä, war doch bei Aldi. Haben die das beide im Angebot gehabt? Nö. Solche Konkurrenten, ey. Keine Werbung oder so, ne? Kannst abtanken. Warte, ich versuch mal, was einer versucht. Ich hab mal. Nee, willst du jetzt bei mir reintanken oder was? Ja. Ich hab das mal gesehen, dass das mal funktioniert hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt noch funktioniert. Mach dein Schneidwerk erstmal weg. Ich habe Glück gehabt. Wenn das geht, das wäre ja übelst witzig. Ich hab das mal gesehen. Also, in einem vorherigen Patch ging das mal, das weiß ich. Ich glaube, dich haben die Leute einfach nur verarscht. Nö. Also, da kommt nichts raus. Ja, das war sogar live. Das kann nicht verarscht gewesen sein. So. Abtanken. Abfahren. Abfahren. Abtanken und fahren. Abfahre. Was? Keine Ahnung. Aber dann sind wir doch recht flott hier durchgekommen. Hoffe ich. So hoffst du. Es ist keine ja offensichtlich, Ahnung, dass wir hier flott durchgekommen sind. Nein, oder? Wirklich? Also aus meiner Sicht schon. Sieht gut aus, sagst du?
Fährst du dann auch die Dresche weg? Gut, okay. Jo, mach ich. Wenn du stehen bleibst, dass ich noch übertanken kann. Hatte ich jetzt eigentlich nicht so vor. Wie viel hast du denn drin? 54. Dann haben wir 60. Das ist doch dann schon mal gut. Ich hupe. Naja, normal pfeifst der. Nein. Nicht, wenn ich selbst aufnehme. Und wenn wir aufnehmen. Ah, nur bei, damit die anderen Aufnehmer gestört werden, gell? Nein, kann nicht. Nein. Wieso, wie kommst du da drauf? Ach, nur so. Habe ich mal gehört. Aber wieso, wo hast du das denn gehört? No comment. Vielleicht bei so einem komischen Varuna-Apple? Hast du mal diese komischen Videos von dem gesehen? Hast du mal dem seinen komischen Premium-Supporter gesehen? Nö. Hast du mal von dem Premium-Supporter den Kanal gesehen? Weißt du das? Der hat einen Kanal. Kann der das überhaupt? Ja klar. Jeder kann was. Auch wenn es nicht ist. Nichts ist. Trotzdem kann er nichts. Macht zwar keinen Sinn, aber ist so. Ups, also. Ach ja, das ist auch so doof bei dem Tigo, da ist die Kollision nicht komplett. Muss ich auch mal gucken, ob ich da drüber schaue in den Mod. Da ist nämlich hinten die Klappe, zwischen der Klappe und dem Ladewagen an sich, da ist ein bisschen ein Teil, wo keine Kollision verbaut ist. Kannst du die schön um Felder, um Pfosten rumwickeln. Doch schön. Naja, du mich auch. Ja, du mich auch. Wir uns auch. Gut, hast du schon abgekippt? Ja. Sauber. Unsauber gearbeitet. Nein, sauber. Wow. Ja, fängt schon an. 7500 Liter die Stunde. Jo. Also 10 Stunden knapp. Gut, ich fahr dann mal Stroh. Nö. Doch. Nö. Natürlich mache ich das. Meinst du, frage ich dich? Ja, hallo? Nein, tschüss. Was hast du vor? Hä? Was hast du? Was habe ich vor? Ja, wegen tschüss. Wegen Tschüss, sagte ich. Manchmal muss man ihn einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Es kommt gleich, du hast dich gemutet. Achtung. Hallo? Hey. Hallo? Du bist gemutet. Du bist gemutet. Achtung, jetzt kommt gleich. Jetzt pinkt er mich gleich an oder schreibt irgendwas. Ach, Varuna, jetzt kann ich ja über dich lästern, ne? Aufpassen, Junge. Aufpassen. Ach, du bist... wie fährst du denn? Ja, was denkst du wohl? Die Hottentotten, ey. Wie man mich aus dem RP kennt, weißt du doch. Ja, da musst du ja aufpassen, ne? Ja, ich weiß. Bist du dann Posten gleich wieder los? Aber wenn mich niemand erwischt... Ich habe übrigens behauptet, dass du einen Entzug machst, gell?
Ich, du hast... Ja. Sonst bist du ja das sowieso gleich deinen Posten als Gemeinderat los. Wieso lügst du denn für mich? Hättest du dann nicht tun brauchen, dann hätte ich ja lieber gelogen. Nö, jetzt musst du einen Entzug machen, weißt du? Och, Junge, das... Oh. Ich bin sogar so nett und fahr mit dir... So ab. So. Ja, komm erstmal her zu mir. Dass wir kurz ein Screenie machen. Ich brauche ja keine Screenies zu machen. Ja, aber ich. Ja, aber ich nicht. Warum hast du die mittlere Reihe zuerst gemacht? Weil du vorhin auch da einfach irgendwo angefangen hast, Ding zu machen. Du solltest nebeneinander fahren. Ach so. Ich dachte hinten dran. Ja, macht doch voll Sinn. Ja. Gut. Halt. Bleib stehen. Warte. Oh. Jetzt hänge ich an diesem scheiß Fendt drin. Was für scheiß Fendt hier? Steig mal aus dem Kack. Blockier mich nicht die ganze Zeit. Ja, ich bin nicht in den JCB gestiegen. Du warst aber im Fendt. Ich wollte in den Fendt, damit ich aus dem Fendt rauskomme. Ja, aus dem JCB rauskomme. Gut, fahr weiter. Fahr weiter! Warum musst du das immer machen, ey? Du hast die Intelligenz eines Tigerfarm ist gleich null. Wenn, dann schon minus null. Nee, minus ist zu viel für dich. Alter Falter. Was, manchmal hat er wirklich... Der beschwert sich, dass ich auf der zweiten Bahn anfange, dann fängt er auf der vierten an. Ja, wenn... So wie du, mach ich's auch. Lass ihn einfach machen, weil... Warum fährst du jetzt noch weiter rein? Noch in einer weiteren inneren Spur. So ist es halt leider. Ja, so ist er. Wie war das mit Saubär? Gut. Da war wohl ein Helikopter. Aber ich hab dann die ersten 100.000 voll. Ich noch nicht. Ist das schlimm? Nö. Super. Jeder tut, was er kann. Dass du nicht rückwärts fährst, das wundert mich ja. Wow. Ups. So. Warum leckt das eigentlich immer ab und zu so? Weiß nicht, weshalb du das ableckst. Oh. L-A-G. Leck. Nicht Grüne leck. Ahnung. Was ist denn das? Bims ein Noob. Wir sollten als nächstes auf jeden Fall auch mal Raps anpflanzen. Und die Raffinerie befüllen. Aber erst nachdem wir Seasons draufgenommen haben. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob wir Seasons überhaupt hier draufnehmen sollten, ganz ehrlich. Weil, was machen wir denn im Winter? Holz. Ja, Holz. Kann ich dir jetzt 10 Millionen Liter machen. Wir haben ja die Fräse draufgenommen. Oh, da wollte ich gerade anfangen. Mach die Bahn innen drin fertig. Bin ja schon dabei. Die andere wäre geschickter gewesen, und dann hätte ich voll da weiterfahren. Scheißegal. Naja. Gut, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.